Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wie bereits angekündigt, stehen wir jetzt hier vor dem Bruderschaftshaus und das möchte ich mit den. Okay, das kostet 400, das ist super, da müsste das andere theoretisch auch 400 kosten. Das möchten wir bauen. Schick, schick. Und die Siedlung ist auf Level 2 gestiegen. Wie cool. Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage ihn da, wo er am stärksten ist, und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas, ein Geschenk, das ich teilen möchte. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Ich kümmere mich. Weiter. So, ich hoffe, dass das soweit okay ist und dass dieses leichte Haken, das lesen wir mal eben, nicht daran liegt, dass ich jetzt noch Steam im Hintergrund geöffnet habe. Du Da muss ich atmest gleich sehr mal eben schwer, schauen. Hytam. Bereitet dir deine Wunde immer noch Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wohnt ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du würdest für Bassem deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein, nur eine Beobachtung. Darf ich das jetzt durchlesen? Danke. Ein Brief an Haitim. Du tust wohl daran, Meister Basims Einladung anzunehmen, den Norden nach unserem Feind abzusuchen und von ihm zu bereinigen. Lang spricht er schon davon, zu diesem Zwecke gen Norden zu reisen. Dass er dies nun als rechte Zeit und dich als passenden Begleiter ansieht, ist ein Urteil, welches der Rat nicht hinterfragt. Basim hat während seiner Zeit in unserer Bruderschaft Großes erreicht. Wir erwarten, dass er in den kommenden Jahren noch mehr vollbringen wird. Folge seinem Beispiel und seinen Anweisungen und du wirst es weit bringen. Arbeite im Dunkel der Unterdrückung, diene dem Licht der Freiheit und gehabe dich wohl. Mentor Raihan. So, was ist der hier so am Rumjammern? Wo ist er denn? Da hinten. Wieso ist der jetzt gerade rot gewesen, hä? Wo willst du mit mir hin? Zu einem lauschigen Bist du in der Lage, Plättchen. dieses Boot zu steuern? Fleckchen? Ja. Sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. Okay. Fische! Und was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Es ist nicht von mir. Du wirst es dir selbst schenken müssen. Herr Jetzt muss ich Rätsel, ja auch noch so schwimmen. eine Freude. Sagen wir es so: Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Das macht es nicht klarer. Nun, es lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein, sondern nutzen ihn, um unsere Entschlossenheit zu stärken.
Wie bei der Meditation wird dein Geist konzentriert, deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fliehst oder dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung und wir sind gerade einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifel. Wir sind fast da. Unser Ziel liegt vor uns. Ich nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Um den Todessprung durchzuführen, musst du dich etwas Größerem hingeben. Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran und du fürchtest nichts. Unser Tod ist vorbestimmt, eingewebt in den Teppich der Welt. Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut. Dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Die Frage ist nur, was wurde eingewebt? Das ist doch genau das, wovor die Leute Angst haben. Oh je. Oh, da unten war was. Ich springe zuerst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Verlasse dich auf deinen Glauben, deine Stärke und lass los. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion. Warte! Aber... Sieh zu! Heitam! Heitam! Du solltest doch zusehen. Verfluchter Narr, bist du verletzt? Siehst du, mein Glaube war stärker als meine Angst. Und der Waldboden fing dich auf. Eivor, diese Seite an dir ist mir neu. Gib dir Furcht nicht nach. Erobere sie. Ich sah meinen Tod in Vision. Es war nicht hier und nicht heute. Ich würde aber gerne hier erst... Oh, da hinten. Oh, warte, ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich mach den Sprung gleich, keine Sorge. Warte nur noch einen kleinen Moment. Noch mehr? Oh. War da oben denn auch noch mehr? Da müssen wir gleich mal gucken. Moment, wo war denn das jetzt? Da, oder? Okay, da war nicht mehr. Okay, dann kletter mal wieder hoch. Wir wollen diesen Sprung ja machen. Ich weiß nicht, ob ich den machen möchte, aber... Sieht ja schon ziemlich hoch aus. Ich bin gestorben. Heitam, hol meinen Eivor, Leichnam. Eivor, sprich! Götter, nein. So habe ich es nicht erwartet. Überhaupt nicht. Hallo! Ein perfekter Sprung. Wie hat es sich angefühlt? Du hattest recht. Ich spürte Wahnsinn und Kraft. Ein Schwinden der Angst. Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Gern. Und danke, Eivor. Dafür, dass du zugehört hast. Du hast den Todessprung einen heiligen Ritus genannt. Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß, dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des christlichen Jesus. Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in Innerland. Rassim und ich sind auch mehr als... Der Orden der Ältesten. Ja. Erinnerst du dich an das Siegel, das du bei Kjötvis Leiche gefunden hast? Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Doch sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe.
Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen. Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englerlands. Wenn du das Land zum Wohle deines Clans befrieden willst, wäre es in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Schon verstanden. Du suchst Bündnisse. Wir wollen Englerland von der Fäulnis befreien. Wo sich diese Hoffnungen treffen, liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre Gefahr. Die unsichtbare Hand des Orden. Hey! Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen dunklen Ecken er sich auch versteckt, und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die Königreiche Englerlands. Und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randvi besprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhunderten nutzten die Verborgenen Arbeitszimmer in ganz Englerland. Es gab 6 von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen tragen. Sie würden mir bei meinen Studien sehr nützlich sein. Ich bringe sie dir. Danke, Haitham. Für alles. Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten ist eine geheime Organisation von Heiden, die alle Bereiche der Gesellschaft durchdrungen hat, um ihr dogmatisches Weltbild zu verbreiten. Oh, erinnert mich irgendwie an die Elite. Um sie auszumerzen, musst du Hinweise in der Welt finden. Eiferer heißen die angeheuerten Söldner, die dem Orden dienen und ihre Erlässe durchsetzen. Wenn du sie aufspürst und ausschaltest, kannst du Hinweise auf die Identität von Ordensmitgliedern erhalten. Enthüllen und ausschalten. Hinweise kannst du auch erlangen, indem du Bündnisse schmiedest, Englerland erkundest und Hilfsbedürftige unterstützt. Sobald du alle Hinweise zu bestimmten Ordensmitgliedern gefunden hast, wird ihre Identität offenbart und sie können aufgespürt werden. Hierarchie des Ordens. Ordensmitglieder haben eine Hierarchie. Wenn du einen Paladin oder Para tötest, kannst du Hinweise auf ihren Magister finden und irgendwann auch den Großmagister aufdecken. Okay, diese Übersicht kannte ich vorher noch nicht. Eliminiere den Köcher. Befindet sich im sächsischen Militärgebiet. Befindet sich oft auf dem Markt der Stadt. Ja, ich nehme aber mal an, dass man die nicht mal ebenso mit einem Attentat oder so kaputt machen kann. Aber das sieht mir sehr, sehr stark danach aus, dass das so kleinere Quests sozusagen sein werden. Dass wir zum Beispiel bei den beiden, wenn wir die jetzt ausschalten sollten, wieder Hinweise finden auf die neuen hier. Und dementsprechend dann immer mehr Leute von denen umbringen. Irgendwann wahrscheinlich dann auch mal ihn hier treffen. Das war doch der eine, ne? Ja, das ist ja unser Gegner gewesen. Genau, den haben wir schon besiegt. Deswegen ist er auch rot. So habe ich jetzt gerade gedacht. Okay, der Name kommt mir bekannt vor. Okay, den haben wir auf jeden Fall schon mal getötet. Der gehörte auch dazu, verstehe. Das wird wahrscheinlich ein Oberboss sein. Der sieht so groß aus. Da werden wahrscheinlich hier diese... Die werden vermutlich sehr schwer werden. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr starker Anreiz, die Hinweise zu finden und dann das Ganze zu machen. Da haben wir also eine neue Quest, Zerschlagung des Ordens. Das ist doch mal richtig toll. Dann sprechen wir nochmal mit ihm. Kann er noch irgendwas sagen? Ordenssiegel geben? Hinweise von Haitham? Geht das überhaupt? Nee. Kann ich nicht anklicken? Okay. Ja gut. Heißt das dann, ich muss die ihm geben wahrscheinlich? Okay. Ich nehme an, das heißt so viel wie, ich muss ihm dann diese Hinweise geben und er wird dann irgendwas sagen, was er damit gut anfangen kann. Wenn er herausfindet... Ja, wo die sind oder so. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist der Angler, ne? Der Fischer oder wie auch immer. Das ist natürlich klasse. Wir haben ja einiges jetzt noch dazu bekommen. Da muss ich mich auf jeden Fall auch noch drum kümmern. Aber er hatte ja gesagt, wir brauchen definitiv erstmal den Stall.
Das war die Händlerin, genau. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, was wir ja alles haben und was wir noch nicht haben. Und was bist du hier? Ah, eine Jagdhütte. Aber da das Stufe 2 ist, braucht die mehr Ressourcen. Okay. Gut, dann werden wir aber definitiv... Wir werden jetzt erstmal mit ihr sprechen. Das sollten wir ja auch machen. Mit der Frau, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Irgendwas mit F oder so. Nee, Riani oder so. Ich weiß es nicht mehr. Du siehst gut. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um. Du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Warum? Ich dachte, ich soll mit dir sprechen, was den Orden betrifft. Belohnungen. Okay. Ah. Belohnungen, empfohlene Stärke 20. Da geht... Oh. Empfohlene Stärke 90. Okay. Das ist aber beides 20, ne? Ja gut, das ist ja auch der Anfang. Hier werde ich auf jeden Fall hingehen. Okay. Ich habe es mir anders überlegt. Nein, hast du nicht. Sondern du gehst jetzt. So, ja, keine Ahnung, warum ich jetzt mit ihr sprechen sollte. Sollte ich denn überhaupt wirklich mit ihr sprechen oder sollte ich mit jemand anderem sprechen? Sprich mit den Anführern, das ist klar. Erreiche Siedlung Stufe 3 ist klar. Finde und töte die Mitglieder, ist auch klar. Finde alle Kodexseiten. Ja, warum der gesagt hat, ich soll mit dir sprechen, weiß ich jetzt auch nicht. War jetzt überflüssig. Dann gehen wir erstmal eben, da hinten ist doch auch eine Tür, ne? Erstmal eben zum Stall. Und gucken mal, ob wir den tatsächlich ausbauen können. Ich bin der überlegene Wortschmied. Oh je. Einer Lüge zustimmen? Er wird ein Kreis zum Quadrat. So. Kumpelchen, schau mal eben. Ja, dich können wir ausbauen. Perfekt. Und richtig schick ist die neue Hütte geworden. Ja, die Ställe sind noch nicht so hundertprozentig, weil wenn da ein Pferd drin steht, das wird auf jeden Fall abhauen. Gut, es sei denn, es ist angebunden. Aber ansonsten, was können wir denn bei dir machen? Ich muss echt lernen, nicht immer direkt drauf zu drücken, wenn ich zu irgendjemandem hinlaufe. Ich will mein Pferd ausbilden. Ja, was ist das denn? Können wir vielleicht etwas üben? Aber natürlich. Okay, Tiere ausbilden. Du kannst dein Reittier ausbilden lassen, um neue Fähigkeiten freizuschalten und das Reiten zu verbessern. Okay. Ah, das kostet aber auch. Schwimmstunden. Alle Reittiere lernen das Schwimmen. Ausdauer. Die Ausdauer aller deiner Reittiere wird verbessert. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich meine, Schwimmen wäre natürlich auch nicht schlecht. Verbessere die Gesundheit deiner Reittiere. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Könnten wir jetzt theoretisch beides machen. Schwimmen ist also nicht schlecht, damit das Tier nicht untergeht. Weil ich weiß nicht, ob das dann komplett tot ist. Ich hoffe mal nicht. Ausdauer ist natürlich auch nicht schlecht. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich Gold brauche, um was zu kaufen. Aber normalerweise denke ich mal nicht. Ich werde das jetzt mal einfach hier rein verballern. Viel besser. So, was haben wir denn hier? Die Ausbildung all deiner Reittiere wurde verbessert. Ach so, das war jetzt die Stufe 1. Okay. Stufe 2 kostet dann schon entsprechend mehr. Boah, das ist echt richtig toll. Ja, lass mich deine Waren. Zeigst du mir deine Waren? Ich habe jetzt eh kein Gold mehr, aber... Das ist ein Reitwolf. Nein, oder? Schon durch? Ja, ich glaube ja. Moment. Nun muss ich gehen. Auf bald. Das ist ein prächtiger Stall, den wir jetzt haben. Ja. Oh Gott, wie schön. Ich weiß. Du musst immer mal mit deinem Raben sprechen. Das mögen sie gern. Ah! Bist du cool?
bist du süß. Sieht so ein bisschen aus wie bei Twilight. Also zumindest die gleiche Größe. Naja, andererseits wäre er nicht groß genug gewesen zum Reiten, ne? Ah, ist der süß. Ich werde auf jeden Fall nie wieder mit einem... Ja! Ich werde auf jeden Fall nie wieder mit einem... Darf ich auch zu Ende sprechen, bitte? Ich werde nie wieder mit einem Pferd reiten. Ich werde nur noch mit einem Wolf reiten. Oh, ist das schön. Da hinten ist ein Hund, oder? Hat der Angst vor dem Wolf? Ich hoffe mal nicht. Hallo? Guck mal. Ich bin dein Rudelführer. Oh, ist das schön. Moment, jetzt muss ich erstmal hier runtergehen. Was bist du denn hier? Museum. Wacht über eine Sammlung antiker Schätze. Bring ihm römische Artefakte und er wird dich belohnen. Okay. Da können wir uns dann später auch drum kümmern, weil wir haben natürlich... Ja, ich weiß. Ich bin gerade total happy. Oh, ist das cool. Ja, habe ich jetzt die Quest rausgeworfen? Ich weiß es nicht. Ich würde ja schon gerne... ja gut, das machen wir nebenbei. Ich würde schon gerne das mit dem Töten mal machen. Aber... Moment, Orden, das war eins rechts. Das muss ich mal eben schauen. Er befindet sich oft auf dem Markt der Stadt. Geselliger Dränger. Aha. Mit dem Familienvermögen fing Hunter an, durch kleinere Gefälligkeiten so viele Fußsoldaten wie möglich unter seinen Einfluss zu bringen. Okay, den kann man wohl nicht so einfach töten. Er ist ein erfolgreicher Anwerber für den Orden. Ach so, oder er hat jetzt für den Orden natürlich geholt. Das kann natürlich auch sein. Ich markiere das Ziel mal eben auf der Karte. Mal eben schauen. Der ist da oben Richtung Aussichtspunkt. Stärke 20. Ich würde schon fast sagen, dass wir das wirklich mal machen. Das ist leider noch nicht synchronisiert, dass ich dann auf dem Hinweg hier mal synchronisiere und da mal synchronisiere. Ob ich den Hinweg aufnehme, weiß ich noch nicht. Aber weil es ja doch schon ein Stückchen ist und dann die Synchronisation, das ist ja mal das Gleiche, irgendwo hochklettern und synchronisieren. Aber ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge, denke ich mal, versuchen... ja, den zu ermorden, damit wir dann auch vielleicht mal ein bisschen weiterkommen, beziehungsweise überhaupt mal anfangen können mit dieser ganzen Bruderschaftssache. Da bin ich doch sehr wissbegierig, wie das Ganze aussieht, ehrlich gesagt. Ja, und das heißt dann aber auch schon für mich, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir dann in Sachen Bruderschaft... Ja, ich weiß, dass wir dann in Sachen Bruderschaft in der nächsten Folge weitermachen. Ich glaube, ich sollte doch lieber ein Pferd nehmen. Der ist die ganze Zeit nur am Heulen hier bei mir in der Nähe. Bis dann. Ciao.